Die Stärke der Münchner Wirtschaft ist die gelungene Mischung aus Tradition und Innovation. Und so vergibt die Stadt schon seit 5 Jahren den Munich Startup Award. Am Tag nach der Preisverleihung auf der Gründermesse Bits & Pretzels schlenderten die Gewinner von der Firma Pilot gemeinsam mit Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner über den Sommer in der Stadt auf dem Königsplatz. Also Munich Startup Award soll junge Unternehmen auszeichnen, die wir in München hier in unserem Startup-Ökosystem haben, ja, und natürlich auch fördern. Und damit wollen wir Sichtbarkeit verleihen, damit wollen wir auch herausheben und ganz besondere Leistungen auszeichnen. In Zusammenarbeit mit der MGH, den Münchner Gewerbehöfen, ist dieser Preis ins Leben gerufen worden. Zum 5. Mal wird er dieses Jahr vergeben. Ich bin Hendrik, Mitgründer und CEO von Pilot. Und Pilot ermöglicht das fahrerlose Fahren durch Teleoperation. Teleoperation ist das Fernsteuern von Fahrzeugen über das Mobilfunknetz und ist notwendig, da fahrerlose Fahrzeuge niemals in allen Situationen, die im Straßenverkehr vorkommen, selbstständig fahren können. Dass wir jetzt hier auf der Bits & Pretzels den Munich Startup Award gewonnen haben, ist eine unwahrscheinlich schöne Bestätigung für das, was wir tun. Wir sind ein Münchner Startup, Ausgründung aus der TU München, haben unwahrscheinlich viel Bestätigung und Unterstützung aus dem Ökosystem bekommen, und deswegen ist es ein weiterer schöner Punkt auf unserer Reise, und wir nutzen hier viele verschiedene Programme, und deswegen bin ich super dankbar dafür. Ausgewählt wurden die Münchner Preisträger von der Plattform munich-startup.de. Dort werden Neugründungen im Auftrag der Landeshauptstadt gefördert und beraten. Ja, mein Name ist Gabriele Böhmer, ich bin Leiterin von munichstartup.de. Wir haben uns für Pilot entschieden, weil es ein sehr junges, sehr innovatives Unternehmen ist, das sehr viel Potenzial zeigt. Die Pitches, die Sie dargelegt haben, haben uns gezeigt, dass sehr viel hier noch rauszuholen ist. Und wir glauben einfach, dass mit unserer Unterstützung, mit unserem Ökosystem, mit unserem Know-how, wie wir es unterstützen können, und letztendlich dann auch mit dem kleinen Preisgeld von 5.000 Euro wir das Unternehmen unterstützen können. Für die Stadt München ist das gute Klima für Startups eine Investition in die Zukunft. Also die Bits & Pretzels ist für uns in der Landeshauptstadt ein echter Gewinn. Und deswegen waren wir total glücklich, dass uns die Gelegenheit gegeben worden ist, neben der goldenen Pretzel tatsächlich auch unseren Munich Startup Award auf und anlässlich der Bits & Pretzels zu verleihen. Um auch in der Zukunft fit zu sein, brauchen wir junge Gründer, die neue Ideen haben, die Schwung verleihen für die Alten, damit die sich auch in die Zukunft transformieren können und auch in 5, 10, 15 Jahren noch fit dastehen und auf dem Weltmarkt mithalten können. Deswegen ist für uns die Startup-Szene von zentraler Bedeutung, auch weil wir viele Universitäten haben, weil wir viele Forschungseinrichtungen hier in München haben und damit das Ökosystem ein schon ziemlich rundes ist. Ja, Pilot verkörpert eigentlich alles, was die Zukunft bringt. Es ist autonomes Fahren, das bringt natürlich einen unserer größten Gewerbesteuerzahler hier in der Stadt und eine ganze Branche, die Automotive-Branche mit über 130.000 Arbeitnehmern in dieser Stadt, ins Feld und ins Licht. Und der Level 5, der von eigentlich allen gewollt wird, also völlig autonomes Fahren, der braucht auch noch mal in manchen Situationen Unterstützung. Und diese Teleoperation so hinzubekommen nach über 10 Jahren Forschung an der TU und was praktisch Verwendbares draus zu machen, das hat uns echt fasziniert, weil es viele Themen trifft, die wir in München haben wollen. Da hat Pilot genau die richtige Lösung, die wir natürlich in München fördern wollen.